Es zeigt die Liebe zwischen einem Unteroffizier aus der Völkerschlacht und seinem Pferd. Die Menschlichkeit in der Schlacht, das Intime in der Masse. Dennoch ist kein echter Unteroffizier auf dem Plakat zu sehen, sondern Hans-Ulrich Hübner bei einer Schlachtnachstellung. Denn seine Leidenschaft ist die Geschichte. Eine lebendige Geschichte zu reproduzieren, das ist eigentlich wunderbar. Und das macht Laune. Man ist immer in Bewegung, man wird nicht dick davon, weil man muss ja immer auf das Pferd hochkommen. Da ist immer ein 1,72 Widerriss. Also das ist nicht so einfach. Und in Uniform noch schwerer als in normaler Reitausrüstung. Der Fotograf Olaf Martens interessiert sich genau für Menschen wie Hans-Ulrich Hübner. Menschen, die mit besonderer Hingabe einem Hobby nachgehen, auch bei diesem Motiv. Und das einzelne Individuum ist immer wichtig. Ne? Das vergessen wir natürlich auch, wenn Kriege kommen, wo dann auf einmal die Masse Mensch wichtig ist, nicht mehr der Einzelne. Ne? Natürlich ist auch so ein Motiv, wo man zeigt, also, dass auch innerhalb des brutalen Geschehens, zu dem Menschen möglich sind, gibt es natürlich dann auch Liebe. Für das Stadtmarketing Leipzig ist klar, dass dieses Motiv die größte Anziehungskraft haben wird. Es soll Menschen für die Geschichte ihrer Region begeistern. Das wird jetzt ab morgen sozusagen an 250 Standorten in ganz Mitteldeutschland zu sehen sein. Magdeburg, Gera, Chemnitz, Dresden, Zwickau, Halle, also die ganzen großen Städte. Und soll einfach jetzt sozusagen direkt zum 199. Jahrestag schon mal auf das große Jubiläum hinführen. Noch ein Jahr, dann ist es soweit, das große Doppeljubiläum von Völkerschlacht und dem Leipziger Denkmal. Bis dahin sollen Hans-Ulrich Hübner und sein weißer Schimmel Cherubim auch an die sensible Seite der Geschichte erinnern.